Mir wurde freundlicherweise von der Firma Fila Labs aus Litauen ein paar Proben zur Verfügung gestellt und diese habe ich getestet. Und wenn du wissen willst, wie das Ergebnis dazu lautet, dann bleib dran. Grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von makorama.de und heute schauen wir uns mal das PLA-Filament von der Firma Fila Labs an. Die Jungs und Mädels kommen aus Litauen und haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich denn Interesse hätte für meinen YouTube-Kanal und für den Online-Shop Material von denen zu testen und es vielleicht sogar in den Online-Shop mit aufzunehmen. Und ich habe gesagt, okay, schick mir mal eine Probenpackung zu, ich teste das Material so gut es geht und dann schauen wir mal weiter, was denn da als Ergebnis rauskommt. Gesagt, getan, ich hatte dann vor dem Umzug noch eine Packung mit Filament auf der Türschwelle liegen und habe es leider nicht mehr geschafft, vor dem Umzug noch zu drucken, aber jetzt stehen hier wieder alle Drucker und können auch wieder drucken und habe dann auch gleich angefangen, die Materialien zu drucken und muss ganz ehrlich sagen, ich habe insgesamt 6 Proben bekommen, 5 davon PLA und eine, wie ihr sehen könnt, Woodfill, die habe ich noch nicht verdruckt, weil ich noch keine große Düse auf einem der Drucker installiert habe. Das hole ich aber nach und liefere euch dann ein Kurzvideo entsprechend noch nach. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier entsprechend angefangen mit dem roten PLA-Filament und das ist echt richtig gut rausgekommen, kann man nicht meckern. Also so soll es eigentlich sein. Richtig schöne Layerhaftung. Das Druckergebnis ist auch schön. Ich habe hier jetzt den Makerbot gedruckt und habe ihn im Pusa-Slicer in der Mitte durchgeschnitten und habe den Kopf und den Body separat gedruckt und habe es dann später mit dem Playclue entsprechend zusammengeklebt. Das gleiche habe ich mit dem schwarzen PLA gemacht. Davon hatte ich 2 Proben. Und das ist genauso gut rausgekommen und das Ergebnis finde ich auch genauso schön entsprechend. Bei dem schwarzen Filament habe ich dann nochmal eine Base für den Battery Holder gedruckt. Das Kurzvideo dazu habe ich letzte Woche entsprechend veröffentlicht. Und dann habe ich das weiße Filament gedruckt. Mit dem weißen Filament habe ich den Makerbot dann in einem Stück gedruckt, weil ich wissen wollte, wie hinten entsprechend die Supportfläche aussieht. Also ich habe das Ding auf dem Kopf gedruckt und habe mir dann angeschaut, wie sieht hier hinten entsprechend die... Naja, die Stelle, die bei Männern immer kahl ist, aussieht. Und da muss ich sagen, das ist okay, das ist Durchschnitt entsprechend. Das ist natürlich rau, wie man es halt entsprechend kennt, wenn das Support gedruckt wird. Gibt es nichts zu meckern, ansonsten war der Druck wirklich einwandfrei. Ich habe dann noch versucht, mit dem Rest von dem weißen PLA entsprechend hier den Rest vom Battery Holder zu drucken. Das hat nicht mehr ganz gereicht, wie ihr sehen könnt. Aber das, was er gedruckt hat, funktioniert einwandfrei. Für die Settings habe ich das Generic PLA Setting vom Prusa Slicer genommen und habe das Ganze auf den Ender 3 Pro geschmissen. Das heißt also, Standard PLA Settings funktioniert einwandfrei. Ihr seht, es gibt jede Menge Stringing entsprechend. Da müsste man natürlich nochmal ein bisschen an die Retraction Rate entsprechend dran, dass das entsprechend ein bisschen besser aussieht. Ja, das Woodfill Filament, wie gesagt, liefere ich euch nach, sobald ich die größere Düse auf irgendeinem der Drucker habe. Und dann habe ich natürlich wollen das blaue Filament testen. Und da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil ich einfach dieses Material nicht gedruckt bekommen habe. Es ist ein PLA-Filament, das kann ja nicht so schwierig sein, denkt ihr jetzt bestimmt. Ja, das stimmt auch. Also wie gesagt, die anderen Filamente sind alle wirklich gut rausgekommen im Druckergebnis und muss ich echt sagen, gefallen mir richtig gut. Aber das hier habe ich nicht in den Drucker reinbekommen. Und das habe ich dann versucht auf dem Prusa und habe mich erst gewundert, okay, habe ich vielleicht noch ein bisschen ABS in der Düse übrig, was dann den Weg versperrt und nicht mehr raus will. Und habe das dann auf dem Ender 3 Pro versucht reinzubekommen und es ging genauso wenig. Und da habe ich dann spätestens meine Schiebelehre ausgepackt und angefangen, das Material mal durchzumessen. Und bin hier standardmäßig auf ein Ergebnis und Durchschnitt auf 2 mm gekommen. Ja, ich habe angefangen bei 1,95 und bin so bei 2,05, war das der dickste Durchmesser. Aber das ist natürlich ein Material, was man so nicht drucken kann. Für die normalen Drucker wie den Prusa oder den Ender mit 1,75 mm Durchmesser ist es zu dick. Und für den Ultimaker zum Beispiel mit 2,85 mm oder 3 mm ist es einfach zu dünn. Da muss ich sagen, hat die Qualitätskontrolle, muss man einfach sagen, gepennt. Und das in ein Probenpaket zu packen für einen Händler, für einen potenziellen Händler oder für einen YouTuber, das ist nicht gut.
Da muss ich sagen, bei einer von 6 Proben solch einen groben Fehler entsprechend zu verursachen, ist nicht gut. Ich weiß, das kann vorkommen. Das kann sein, dass das wirklich das erste Material ist, was diese Linie an dem Tag produziert hat, weil sie eine neue Farbe extrudieren wollten oder so in Richtung. Aber da müssen eigentlich alle Alarmglocken angehen, dass entsprechend die Sensoren sagen, hey, du bist hier weit über dem Normaldurchmesser. Und dann muss das normalerweise aussortiert werden. Da muss die Qualitätskontrolle wirklich funktionieren und das hat sie nicht. Und deswegen habe ich auch den Jungs und Mädels geschrieben, dass wir das Material nicht in den Store aufnehmen. Weil ich möchte, dass ihr Spaß mit dem Material habt, was wir euch verkaufen und dass wir da auch keine Rückläufe haben, weil ihr mit dem Material unzufrieden seid. Wir wollen, dass ihr Spaß mit eurem Hobby habt und deswegen werden wir das Material erstmal nicht in den Shop aufnehmen. Ich sage explizit erstmal, weil ich werde jetzt natürlich entsprechend anonym versuchen, über das Jahr verteilt einzelne Rollen entsprechend zu bestellen und das Ganze dann nochmal nachprüfen und dann nochmal überlegen, ob wir vielleicht dem Ganzen noch eine Chance geben. Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, wenn mir Fila Labs nochmal eine Möglichkeit geben sollte, das Material zu testen, dass es dann auch wirklich neutral bleibt, weil ich muss dann einfach davon ausgehen, dass die dann extra picky sind, also wirklich darauf achten, dass das Material wirklich 1,75 mm im Durchmesser hat und dort keine 2 mm Proben mehr drin sind oder vielleicht sogar weniger als 1,75 mm drin sind, was dann zu einem ähnlichen Ergebnis führen würde. Wie man es auf jeden Fall nicht machen sollte, sieht man da, aber wie man es machen sollte, sieht man hier bei 3D Fuel und das ist das, was ich schon mal erwähnt habe. Hier hinten auf der Packung, na, stell scharf, sieht man entsprechend, stellt scharf, da, sieht man entsprechend eine Skala und hier oben haben wir 1,8 und hier unten 1,70 mm und hier in der Mitte 1,75 logischerweise und da sieht man dieser schwarze fette Strich, der wackelt immer so ein bisschen nach oben und unten, so zwischen 1,76 und 1,74, das ist das, was ich sage, okay, das ist Toleranzbereich, da gehe ich voll und ganz d'accord mit, das ist ein hochwertiges Filament, was man den Leuten auf jeden Fall aufs Auge drücken kann und wo man sagen kann, hier, guten Gewissens, das kannst du auf jeden Fall drucken. Deswegen ist 3D Fuel auch mein Lieblingsfilament 2022. Das habe ich hier oben im Video entsprechend erwähnt. Genau aus solchen Gründen. Die ziehen diese Daten direkt von der Produktion auf den Kleber drauf und packen den direkt auf die Packung. Ich weiß, Brucer macht das Ganze digital entsprechend. Da sind wir bei 3D Fuel, bin ich auch schon am Rumreden, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber so soll es eigentlich sein. Das ist Musterbeispiel. Genau so braucht man eigentlich die Daten und genau so muss eigentlich die Produktion aussehen. Und da darf sowas hier leider Gottes nicht vorkommen. Ich mag den Jungs nicht böses nachreden, aber ich meine, das hier hat sich richtig gut drucken lassen. Da war ich richtig happy und habe mich gefreut und war frohen Mutes. Und ich habe zum Glück dann trotzdem nochmal das Ganze durchgetestet mit allen Materialien und muss sagen, das geht gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie sich das Holzfilament drucken lässt. Da werde ich euch, wie gesagt, nochmal entsprechend eine Info dazu nachliefern. Und natürlich, wenn ich die Materialien anonym nachbestelle, werde ich natürlich auch dazu nochmal entsprechend meinen Senf dazu geben. In diesem Sinne, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem doch bitte ein Like. In diesem Sinne, HODL the Line, happy printing und ciao. Don't let me drown.